Hallo liebe Papierkreative, willkommen auf meinem Kanal Stempelstanze Papier. Ich habe heute endlich mal wieder ein Video und es ist ein Auspackvideo. Ich freue mich total, am Dienstag konnte ich meine Sachen bestellen und heute ist Samstag und sie sind eingetroffen. Ich hätte es nicht erwartet, denn heute ist Ostersamstag und es war ja schließlich auch Feiertag, aber Daumen hoch für das Lager. Ihr habt das ganz toll gemacht und so viele Pakete natürlich auszuliefern aktuell. Und wir machen es jetzt gemeinsam zusammen auf. Ich hole eine Schere und wir schauen mal rein. Also ich habe ganz viel Farbe bestellt. Alle möglichen Stempelkissen und so weiter. Aber es sind auch zwei Produktkollektionen, die mir gefallen haben drin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Alles gefällt mir nicht. Und ganz viele Sachen, die mir gefallen hätten, waren leider in der Vororder noch gar nicht lieferbar. Deshalb, ja, muss ich aufpassen, wenn es jetzt noch mal wackelt. Ich muss mal ein bisschen weg, sonst gibt es Chaos mit der Kamera. Wenn es jetzt gewackelt hat, sorry. Es ist gerade ein bisschen schwierig hier mit diesem riesen Karton. So, und da drin sind die neuen Schätzchen. Ich stelle es mal beiseite, sonst seht ihr wirklich nur Karton. Und dann hole ich die Sachen der Reihe nach raus. Also, einen Moment bitte. Als allererstes zeige ich euch mal das, was am meisten im Karton ist, nämlich Farbe, Farbe und nochmal Farbe. So, wir gucken gerade mal. Ich glaube, ich brauche noch mal eine Schere. Also, das hier ist ein Kombipack mit allen neuen Farben. Und die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Die ein oder andere Farbe kennt ihr vielleicht noch, falls ihr schon länger bei Stampin' Up! Dabei seid. Es gibt ja ein paar Farben, die wiederkommen. Ich persönlich kenne, Moment, jetzt muss ich überlegen, natürlich die aktuelle In Color Fräschen Lila. Dann schauen wir mal. Dann natürlich Abendblau, da war ich auch schon dabei. Allerdings Lagunenblau kenne ich nicht. Und ja, wir schauen es uns mal an. Ich hoffe, dass die Farben auch so schön rüberkommen. Ich rücke mal ins Bild, wie sie eigentlich sein sollen. Jetzt gucke ich noch mal in den Karton. So, das dürften jetzt erstmal alle neuen Farben sein. Das heißt, wir haben Wilder Weizen, eine Ockerfarbe, würde ich mal sagen. Abendblau, das ist schon bekannt, ein sehr schön rauchiges Blau, gefällt mir wahnsinnig gut. Azurblau, da bin ich auf den Stempelabdruck gespannt. Das hier ist so hell, dass ich es nicht lesen kann, müsste aber Zitronenparfum sein. So ein, ja, ein zarteres Gelb, ich bin gespannt, wie der Stempelabdruck aussieht. Blueberry, also Blaubeere. Dann haben wir Pfauengrün, stimmt, das kenne ich auch noch, da war ich auch schon dabei. Ein tolles Grün-Blau, also eine wunderschöne Farbe. Auf die bin ich gespannt. Babyrosa, endlich, mein Wunsch ist erhört, Babyrosa. Limette, erinnert mich ein bisschen an ein helleres Papageiengrün. Dann Lagunenblau, das war ja schon mal da. Dann haben wir Kieselgrau, eine Mischung aus Grau mit einem leichten Braunstich, würde ich sagen. Boho-Blau, Malve. Da bin ich drauf gespannt. Ich liebe ja Vintage. Das müsste wunderbar dazu passen. Dann haben wir Kupferbraun. Sommerbeere war auch schon mal eine. Kenne ich nicht. War vor meiner Zeit. Fräschenlila, ja klar, kennen wir natürlich. Und Pekanuss. Ich habe mir überlegt, ich mache die jetzt alle mal auf gleich und werde die mal stempeln, damit ihr seht, wie die Farbe auf dem Papier aussieht. So, ich habe sie jetzt alle ausgepackt und habe mir mal einen Bogen grundweißen Farbkarton geholt und werde das Ganze jetzt hier mal stapeln und mal die Blautöne, die machen wir zum Schluss, die dunklen und das alles. Dann haben wir unsere Brauntöne und die hellen, mit denen fangen wir mal an. Da fällt mir auf. Okay,
nur zwei Grüntöne. Dafür haben wir eine ganze Menge. Okay, das könnten wir auch noch zu grün nehmen. Ja, grün-blau, drei Blautöne. Quatsch, das waren vier Blautöne, drei grünliche. Dann diese rötlichen Töne, vier Brauntöne, ein gelber und zweimal nur lila-rosa. Könnte man eigentlich auch auf den Stapel tun. So, dann gucken wir uns die doch mal an und ich fange mit dem hellsten an, Zitronenparfum. Und ich habe hier mal mir die Herzenspost geholt, weil ich finde, dass man da mit so flächigen Stempelabdrücken das besonders gut sieht. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Das heißt, ich nehme, und jetzt gehe ich mal ein bisschen ran, dass ihr die Farbe besser seht. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich auch im Bild bleibe. Also, Zitronenparfum. Ein schönes, helles, zartes Gelb. So, nächster. Machen wir mal die Rosatöne. Also auf das Babyrosa bin ich total gespannt. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Ob das wirklich jetzt mal nicht so aschig ist, wie bei dem... Es ist ein schöner Rosaton. Es hat nicht so diesen... Es ist nicht kreischrosa, aber es hat auch nicht diesen aschigen Ton wie beim Kirschblüte. Ich finde es ein schöner rosa Ton. Mir gefällt's. Da können wir uns gleich mal nebendran das Frieschenlila anschauen, weil das erinnert mich so ein bisschen dran. Frieschenlila kennt ihr ja schon. Aber da jetzt im Vergleich, gucken wir mal, oh, die Kissen sind noch sehr satt. Ja, Frieschenlila ist deutlich dunkler, wie ihr seht. Das ist schon ein schöner Rosaton. Ja, Stampin' Up! Hat mich erhört. Ja, sehr schön. Endlich rosa, passend zu Babyblau. Dann machen wir weiter mit, ich nehme mal Malve. Auf die bin ich auch super gespannt. Malve. Erinnert mich vom Außen so ein bisschen an ein dunkleres Rokoko-Rosa, was wir mal hatten. Uiuiui, das ist aber richtig dunkel. Das ist deutlich dunkler wie Rokoko-Rosa. Dann nehmen wir Sommerbeere, die ich auch... Na, klemmt. Na, nochmal. Jetzt. Wundert euch bitte nicht am Anfang, da ist so viel Farbe drin, dass sogar ein bisschen rausgelaufen ist. Am Anfang gehen die Stempelkissen, auch da löst sich das ein bisschen ab. Mal gucken, ob ich das reklamiere. All das gefällt mir nicht. Hier haben wir Sommerbeere, auch ein sehr schöner Ton. Ordentlich sauber machen, weil so Rottönen, die sind ja sehr anhänglich, dass da nichts in ein anderes Stempelkissen verschleppt wird. Und dann machen wir mal die grünen Töne. Fangen wir mit dem hellsten an. Nochmal irgendwo drauf. Nicht, dass doch noch irgendwo ein Stückchen Rot da ist. Das wäre fatal, wenn man sich gleich das Stempelkissen versaut. Bei so Rottönen, den traue ich nicht über den Weg. Oh, das ist auch sehr satt, das Kissen. So, das ist jetzt der hellste Ton, nämlich die Limette. Heißt das jetzt Limette? Ja, wie gesagt, erinnert mich so ein bisschen an Papageiengrün, ist aber nicht ganz so kreischig. Ja, Limette. Da habe ich immer meine Probleme mit dem Papageiengrün, das irgendwo mal unterzubringen.
weil für Blumengrün ist es mir immer zu hell. Das ist aber ein recht schönes Grün. So einem gefällt mir gut. Dann Lagunenblau. Ja. Gut, wie gesagt, Stempelkissen noch sehr satt. Und Pfauengrün kennen wir schon. Das heißt, ich, upala, ich kenne es schon. Das ist nochmal ein Tick blaustichiger. Gar nicht. Ist eigentlich nur ein Stückchen dunkler, aber ansonsten sich doch sehr ähnlich. Dann machen wir bei den Blautönen weiter, weil das passt jetzt gerade da in die Runde. Da fangen wir auch mit dem hellsten an. Das ist Boho-Blau. Ach, das ist sehr satt. Das gibt keinen schönen Abdruck, aber zum Zeigen, denke ich, reicht das jetzt mal völlig aus. Ja, da habe ich ein wenig rumgeschmiert, bin ich verrutscht. Aber für den Farbeindruck geht das. Gar nicht so hellblau, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte, das wäre heller. Gut, beim Abtrocknen geben die Farben ja sich noch ein bisschen, oder werden die Farben ja oft noch ein bisschen heller. Aber das hätte ich mir jetzt nicht ganz so dunkel vorgestellt. Ich glaube, da hole ich mir gerade mal was. Moment. Nee, mache ich anders. Das muss ich doch mal probieren. Moment. Ich nehme mir mal so einen Stempelblock und drücke mir mal ein bisschen Farbe rein. So, und jetzt probiere ich das nochmal mit dem Boho-Blau. Jetzt ist es ein bisschen heller, ne? Das sind die Stempelkissen sind einfach unglaublich gut gefüllt, was ja gut ist, dass man es nicht gleich nachfüllen muss. Dann nehmen wir mal Azurblau. Da bin ich auch sehr drauf gespannt. Azurblau. Oh, das ist ein schönes Blau. Das gefällt mir. Das hat sowas von Meer im Mittelmeer, Griechenland Blau. Toll. Mag ich. Schönes Blau. Gefällt mir. Nicht so wie Karibikblau. Das ist ja auch wieder sehr, sehr hell. Gefällt mir. Blaubeere. Auch ein schönes Blau. Noch mal ein bisschen besser machen. Auch ein sehr schönes Blau. Gefällt mir sehr gut. Abendblau kennen wir. Das geht so in diese aschige Richtung. Am Anfang, wie gesagt, nicht wundern, die Stempelkissen, die werden noch viel leichtgängiger, je öfter man sie benutzt. Also gerade für Anfänger ist das überhaupt kein Problem, je öfter die ihr rein und raus macht, umso besser wird das Ganze. Dann haben wir die Blautöne durch. Dann nehme ich Wilder Weizen. Das muss so ein ockerfarbenes Teil sein. Auch sehr satt. Das denke ich, wird auch ein bisschen anders. Nee, das machen wir noch nicht. Nehmen wir mal noch einen anderen Stempelblock. Das mache ich jetzt auch noch mal. Versuche ich ein bisschen heller hinzukriegen. Bin ich noch im Bild? Ja. Geht auch heller, wenn man die Farbe mit ein bisschen reindrückt in den Stempelblock. Dann Pekanuss.
Ein sehr schönes Braun. Das kann ich mir auch sehr gut im Herbst vorstellen. Oder vielleicht hat jemand von euch noch diese Lebkuchengeschichten von vor einem Jahr aus dem Winterkatalog. Die liebe ich ja über alles. Und Zimtbraun ist ja rausgegangen, aber das wäre für mich so eine Lebkuchenalternative. Dann haben wir das nächste, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Muss ich gleich nochmal drauf gucken. Auch ein schönes Braun. Wie hieß das nochmal? Kupferbraun, ja. Der Name passt. Absolut. Wunderschönes Braun. Ich mag ja Braun. Oder wird es eine Reihe geben? Ich sag's euch, ging im Vorverkauf noch nicht, aber da wird es eine ganz, ganz tolle Produktreihe geben, wo diese Brauntöne dabei sind. Ich liebe es. Ist wunderschön. Und zum Schluss noch Kieselgrau. Das ist auch wieder recht voll. Mal gucken, ob ich da noch einen zweiten Abdruck mache. Sieht fast aus wie schwarz. Ein bisschen heller, ein bisschen schöner vom Abdruck her. Ja, bisher bin ich von allen Farben super begeistert. Jetzt sieht man auch ein ganz helles Gelb. Sieht echt aus wie so. Ich könnte reinbeißen in so einen Kuchen, Zitronenkuchen. Tolles Rosa, tolles, tolles Rosa. Malve, Sommerbeere, klasse. Sehr schönes Grün, nicht grell, aber wunderschön. Azurblau ist toll. Also bisher völlige Begeisterung von sämtlichen Farben. Und jetzt, wenn wir schon dabei sind, gucken wir mal. Moment, ich wühle. Ich habe mir nicht alle Bänder bestellt, weil ich erstmal gucken will, ob die sich überhaupt gut binden lassen. Ich habe mich bei den Bändern, bei den Incolern, natürlich Malve, oh, ich bin nicht im Bild, natürlich Malve, Kupfer und Boho Blau mir bestellt. Das sind so, ich denke, auch mit meine Favoriten. Und ich möchte mal gern so ein Band aufmachen, damit wir uns das angucken. Das heißt Strukturgewebeband. Und ich schau mal, wie dick das ist. Machen wir mal uns die Malve auf. Also die Incolor sind ja, damit wir es nochmal sortiert haben, die Incolor sind, jetzt müsste ich nochmal schauen, Moment. Ich habe nebenbei meinen Laptop jetzt hingestellt, damit ich gucken kann. Wilder Weizen, Boho Blau, Malve, Kieselgrau und Kupfer. Das sind ja die Incolor. Ich kann mir die ganzen Farben noch nicht merken. Das ist einfach viel zu viel auf einmal. Also bei 16 Farben, die sich hier ändern, ja, konnte ich mir nicht merken. Kommt noch. Also das sind die Incolor Farben. Und ich habe dieses Band, es ist auf jeden Fall ein kräftigeres Band. So, machen wir mal ein Schleifchen, das Wichtigste. Es lässt sich eine Schleife gut binden, aber sie ist durchaus, ja, sie hat ein gewisses Volumen. Ne? Also, ich bin ja nicht der Schleifenbinder, wisst ihr ja? Ich hasse Schleifenbinden. Aber es lässt sich binden, aber es gibt keine zarte, duftige Schleife, es ist eine, es ist eine kräftige Schleife, aber sie lässt sich gut binden. Keine Frage. Selbst für Schleifenlegastheniker wie mich. Also von daher, schöne Farbe, schöne Bänder, Struktur so rau. Ja, hat was Rustikales. Passt zu meiner Lieblingsreihe, die noch nicht verfügbar ist. So, also das hier sind meine Farben. Und die lege ich jetzt mal beiseite. Ich muss jetzt noch was machen. Es tut mir leid. Jetzt dauert es mal 5 Minuten. Ich muss jetzt einfach mal dieses Zitronenparfum hier in die Mitte machen. Wie das aussieht. Gefällt mir. Spielerei. Dann können wir die nochmal wegpacken. Das tue ich auch mal weg.
denn ich zeige euch jetzt den Farbkarton. So, eine neue Schere habe ich mir auch geleistet. Oh, jetzt muss ich aber wieder raus, sonst seht ihr ja gar nichts. So. Also, Farbkarton. Ich habe mir aus verschiedenen Gründen noch nicht die großen Kartons gekauft, weil ich mir eigentlich nur Farben kaufe, die mir auch wirklich gut gefallen. Und deshalb ein Tipp an mich, an euch, ist auch eine Kostenfrage, ne? Also das muss man einfach sehen, wenn man 15 Farben, 15 Kartons, was kosten sie nochmal, 12,25 kaufen will, dann muss man da ordentlich Geld in die Hand nehmen. Und ich habe jetzt gesagt, mein Budget ist natürlich auch begrenzt und ich habe mich jetzt entschieden, diese Kombipackungen zu nehmen. Das sind die neuen Stammfarben. Die gibt es unter der Nummer 161708. Eine Kombination. Ich gucke gerade mal, was die kosten. Das sind von jeder neuen Stammfarbe 2 Farbkarton drin. So viel kann ich euch schon mal sagen. Farbkollektion. 13,50 Euro kostet so ein Packen in A4. Und wie gesagt, 2 pro Farbe. Und ich mache jetzt mal einen auf. Da mache ich gleich noch meine neue Schere auf, meine alte Schere. Ja, viel benutzt. Und es war einfach Zeit, mal auch wieder eine neue frische Schere zu haben. Deshalb gibt es hier eine niegelnagelneue Schere. Ich lege auch gleich noch mal meine gestempelten Sachen daneben. Ich finde, dann sieht man das im Vergleich. Also, mein gestempeltes Zitronenparfum ist ein Tickchen dunkler, aber das ist eine tolle Farbe. Sommer, Sonne, frisch. Für die Eiskollektion, die wir noch im Sortiment haben. Dann habe ich, das kommt gut hin. Ich mache mir selber Schatten, da liegt gerade. Sieht schon wieder aus bei mir auf dem Tisch. Wie bei Hempels unter dem Sofa. So. Rosa kommt gut hin, tolles Rosa, kein Grauton, kein Graustich, kein komische Farbe, wunderbar. Kirschblüte war nie so mein Favorit. Limette, ihr seht, ich lerne. Kommt hin, schön. Gut, Fräschenlieder brauche ich euch gar nicht zu zeigen, ne? Es ist ja praktisch durchgehend weitergegangen damit. Azurblau. Schönes Blau, gefällt mir. Nicht so kreischig wie Karibikblau. Lagunenblau erinnert mich wirklich an etwas dunkleres Celadon, aber es ist grünstichiger, nicht graustichig, grünstichiger. Grünblaustichiger, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Das ist Pecanus. Abendblau. Holla die Waldfee. Das ist Sommerbeere. Ein toller Ton. Wow. Sehr schön. Da bin ich echt froh, dass dieser Ton drin ist. Gefällt mir. Wie heißt das Ding nochmal? Blaubeere. Den kenne ich noch, faulen Grün. Und das sind jetzt die In-Color, auch das gibt es im Gemisch. Die Nummer heißt 161709, kostet 12,25, sind 20 Bögen in 4 Farben. Also da hat man etwas mehr Farbkarton wie bei den anderen. Okay, da hat man ja 22 Bögen bei den Stammfarben. Und natürlich viel mehr Farben. Also hier habe ich gleich 4 Farben. Das ist einmal, ja, da sieht man, dass der zweite, also wo ich das reingedrückt habe, viel besser passt. Das ist Bohoblau, Wilder Weizen, für Vintage ja, für Herbst wunderbar. Ob es meine Lieblingsfarbe wird, weiß ich noch nicht. Ich liebe sie. Das ist einfach nur meine Farbe. Ne? Das ist,
Ich hatte ein Hochzeitskleid, nicht in weiß, nein, ich habe in so einer Farbe geheiratet. Bisschen dunkler, aber mein Hochzeitskleid hatte diese Farbe. So, das ist Malve, Kupfer, ist jetzt hier fast ein bisschen rotstichiger und Grau, Kieselgrau. So, dann habt ihr auch die In-Colors gesehen. Dann der obligatorische, wenn ich so von den Shopping-Vorteilen noch ein bisschen was übrig habe, kaufe ich mir immer Dimensionals. Shopping-Vorteile wisst ihr, wer es noch nicht weiß, wenn man für 200 Euro plus aufwärts bestellt, bekommt man einen Rabatt von 10% oder mehr, den man dann sofort bei der gleichen Bestellung als Ware einlösen kann. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich hier deutlich über 200 Euro war. Und ich zeige euch jetzt mal gerade hier verschiedene Steine. Das eine sind runde Akzente in Color. Das sind, jetzt machen wir es gleich mal auf. Wenn es gehen soll, geht es nicht, ne? Jetzt sind sie so rausgefallen. Egal. Stecken wir gleich wieder rein. Also das sind unsere In-Color. Schön, sehen aus wie so Glas, klare Tropfen. Also nicht matt, sondern klar. Mag ich viel lieber wie matte Tropfen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich will ja noch einen Akzent bringen auf der Karte oder auf der Verpackung. Und ja, sehr schön. Passend zu den In-Color. Und das hier sind selbstklebende matte Schmucksteine. Aber der Vorteil, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, die glitzern wie verrückt, weil die facettiert sind. Also die sind geschliffen und dadurch kriegen sie, obwohl sie matt sind, auch wieder einen super schönen Glanz. Seht ihr, wie schön die glitzern? Also bei mir müssen Accessoires irgendwie funkeln, glitzern, glänzen, sonst sind es für mich keine Accessoires. Ach, kriege ich jetzt nicht rein, mache ich später. Für meinen Stemparatus, meine kaputten Magneten. Ich habe sie mir noch mal besorgt. Noch sind sie lieferbar, weil ich die anderen ja nach zweimal Nutzen gleich zusammengeditscht habe und dann waren sie kaputt. Und natürlich habe ich die mitbestellt. Da fehlen aber noch welche. Der neue Jahreskatalog, ich darf ihn nicht aufmachen, aber ich darf ihn von außen zeigen. Und die jetzt bei mir im Ausverkauf bestellt haben, kriegen den natürlich umsonst von mir bei der Rechnung mitgeliefert. Also im Online-Shop, beziehungsweise wenn jemand natürlich auch bei mir so eine Bestellung aufgibt. Allerdings muss ich euch sagen, ich verschicke nicht mehr auf Anfrage, von wegen ich hätte gerne, sondern wer eine Bestellung aufgibt, gibt bei mir, der bekommt mit der nächsten Bestellung einen Katalog zugesendet und das erste Exemplar, ich habe nämlich auch noch keins, wir kriegen normalerweise immer, da heißt was Tolles, da gibt es eine tolle Stanzform, die heißt Papierblüten, konnten wir noch nicht bestellen, aber ihr seht schon eine Produktreihe hier versteckt, die da gleich drin ist, nämlich die da, auf jeden Fall. Wer eben bei mir bestellt, der bekommt mit seiner Rechnung und oder seiner Bestellung, je nachdem wie er bestellt, im Online-Shop oder eben über mich, bekommt er auch einen Katalog dazu, aber nicht mehr auf Anfrage, denn es gibt Leute, die sammeln und von denen höre ich nie wieder was. Und das sehe ich nicht ein. So ein Katalog, ich meine, der Packen hier, den ihr hier seht, der kostet 16 Euro und den muss ich auch erstmal finanzieren und ja. Und da finde ich, dass eine Bestellung als im Gegenzug nur recht und billig ist. Von demjenigen, der gerne so einen Katalog dann auch hätte. Ja, da bin ich inzwischen wirklich nicht mehr bereit, Kompromisse einzugehen. Katalogsammler, die sollen woanders hingehen. Dann habe ich eine Produktreihe, die heißt... Irgendwas mit Corner. Rustikale Ecken? Nee, Schmarrn. Rustikaler Charme. Heißt die Reihe so? Moment, ich gehe mal gerade gucken. Findet ihr auf der Seite 6263, wenn ihr dann den Katalog habt. Und das Ding heißt Rustikaler Charme. Meine Güte. Dazu gehört
einmal eine Prägeform mit tollen Blüten. Dazu gehören tolle Stanzformen und dazu gehört etwas, da bin ich drauf gespannt, ein Stempel, und ich hatte erst gedacht, das sind Einzelstempel, ist es aber gar nicht. Wer lesen kann, das hilft. Es ist ein Komplettstempel und ihr seht, da sind verschiedene Möglichkeiten und dann kann man das hier entsprechend ausstanzen. Und zwar habe ich da drin eine ganze Sammlung von diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oktagons, also Achtecken. Also Achtecken hat es zumindest. Und zwar glatt zum Ausstanzen und in ein mini kleines Etikett, mini 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 Etikettchen. Ja, da bin ich gespannt. Habe ich lange überlegt, aber so Basic-Stanzformen kann man ja immer gebrauchen. Und da bin ich gespannt auf diesen Stempel. Toll ist die Prägeform. Die finde ich richtig schön. Und hier habe ich das Papier für euch und das schauen wir uns jetzt gleich mal im Original an. Also vorne haben wir dieses wunderbare, bei diesem wunderbaren blauen Papier Blümchen und hinten ist es relativ neutral, dieser wunderschönen dunklen Farbe. Ich könnte euch ja mal sagen nachher noch, was da, Moment, ich sag's euch mal gleich, was da für Blautöne drin sind. Ohne Moment, wir drehen um. Gibi-Blau, Boho-Blau, Abendblau, Marineblau. Also dann ist das Marineblau definitiv. Das ist ja was, das hätte man eigentlich zu Ostern jetzt haben müssen. Schaut euch mal diese lustigen Häschen an auf dem Papier. Vielleicht bastle ich da noch eine Osterkarte mit. Das ist halt total Vintage, ne? Das ist meins. Das Papier ist meins. Das Ganze noch mit süßen kleinen Vögeln. Ich gehe mal nah immer ran, dass ihr seht. Und wieder neutral. Kann ich mir sehr gut für Verpackungen auch vorstellen. Bei Karten muss man mal aufpassen, dass es im Hintergrund nicht zu unruhig wird. Auch eine sehr zarte Farbe. Sehr schön. Gefällt mir gut. Blümchen. Das habe ich schon gesehen. Oh, das ist so süß. Schaut mal, diese Füchse. Das sind die Füchse aus dieser Reihe mit, die hat man schon ein paar Mal, die hat man schon als Stanzformen mit einer Handstanze, meine ich. Und das erinnert mich eben an diese Reihe mit den Waldfreunden. Und da waren ja diese Füchse auch drin, aber ich finde die so süß. Und die Rückseite. Nee, Blümchen. Ich dachte Pünktchen, nix Blümchen. Das ist auch schön. Ja, das war's schon. Ich bin am Überlegen, ob ich dann gleich was bastle und noch ein zweites Video hochstelle, damit ihr auch noch vielleicht seht, wie das fertig gebastelt aussieht. Dass ich mir so ein paar Beispiele aus dem Katalog einfach schnappe. Mal gucken. Schauen wir mal, ob ich Zeit habe. Dann gibt es eine weitere Kollektion, die heißt sowas mit Gänseblümchen. Gänseblümchen Traum, meine ich, heißt die. Charmante Gänseblümchen. Jetzt muss ich wieder schauen. Seite 111 heißt, findet ihr diese Produktreihe. Produktreihe für alle, die jetzt das erste Mal zuhören, heißt einfach, dass es unter einer Nummer ja eine Kollektion gibt, die zusammenpasst. Und da ist meist Papier dabei, da sind Stempel und Stanzformen dabei und da sind dann auch manchmal Accessoires, manchmal Prägefolder dabei, je nachdem, wie die halt zusammengestellt ist. Und bei der hier ist dabei Designerpapier, selbstklebende matte Schmucksteine. Oh, das waren die hier von vorhin. Und das Papier, Gänseblümchen-Traum. Und das war's. Genau, das war da dabei. Was habe ich da noch? Ach so, ja, die Stanzform. Das ist diese Produktreihe, wird 90,50 Euro kosten. Und ich habe die Farben
Kupferbraun, Currygelb, Espresso, Gartengrün, Zitronenparfait, Malve, Kieselgrau, Pfauengrün und Wilder Weizen. Also ganz viele neue Farben. Und das finde ich schon mal cool. Da schneide ich mir so ein Stück aus und mache mir zum Beispiel das schon als Kartenaufleger. Und fertig ist die ganze Geschichte. Also das finde ich total cool mal, dass man sowas hat. Ich finde es aber auch schön, wenn man eine Verpackung hat und das wie so Patchwork drauf hat. Auch wenn das durchgeschnitten ist an den Rändern, gefällt mir auch sehr gut. Also wir schauen es uns mal an, weil nicht das ganze Papier ist so, sondern nur, glaube ich, das erste Blatt. Oder das sind ja immer zwei Blätter pro Design dabei. Und immer Rücks- und Vorderseite natürlich gedruckt, auch für das, für neue Leute. Und ja, und jetzt schauen wir uns das an. Babyrosa. Jetzt mache ich es mal ein bisschen größer, weil da muss man ein bisschen mehr sehen. Also, Vorderseite und die Rückseite sind einfach nur gewischt neutral. Kann man für alles Mögliche verwenden, das wäre Malve. Hilfe, kein Platz mehr. Rutschen. So. Total klasse, erinnert mich irgendwie an den Dschungel, ich weiß nicht. Finde ich super schön. Da ist, das hätte ich fast gesagt, da ist Mangogelb drin, aber Mangogelb gibt es ja gar nicht mehr. Was ist denn das für ein Gelb? Was war denn da noch für ein Gelb drin? Currygelb. Sehr schön. Und die Rückseite in einfach grau. Total genial. Sehr schön, gefällt mir unglaublich gut, dieses grün, pfauengrünmäßige. Auch total schön. Oh, meins. Das dürfte Wilder Weizen sein. Love it. Kupfer. Ich finde es sehr schön, dass die Rückseiten so einheitlich sind. Da kann man viel mitmachen, unabhängig, ob man jetzt hier Gänseblümchen möchte oder nicht. Also auch die, die nicht so auf Gänseblümchen stehen, die Rückseiten sind echt genial. Ne? Also wenn ich das so mir mal anschaue. Ne? Das ist doch einfach eine tolle, tolle Geschichte. So, und dann schauen wir uns mal das Set an. Da haben wir unsere Gänseblümchen und die finde ich so schön, weil die mal anders sind. Finde ich klasse. Kleines Dankeschön, Entschuldigung, alles wieder gut. Geburtstagsblumen für dich. Jedes Blütenblatt ist wie ein Glücksgedanke. Alle Sprüche. Glassichtstempelset. Und Stanzformen. Ein Etikett, immer gut, mitgestitcht, diverse, hier kann man praktisch eine Outline und dann nochmal innen drin was ausstanzen, das finde ich total schön, das gefällt mir gut. Und das war diese Produktreihe und dann komme ich schon zum Schluss, mehr habe ich noch nicht, aber ich habe ja eh so wenig Zeit zum Basteln, was nützt mir ein Riesenberg Bastelsachen und dann bin ich traurig, wenn ich keine Zeit habe, aber im Sommer wird es besser. Es wird wieder bergauf gehen, da gibt es auch wieder mehr Videos von mir und ich freue mich total. Eine Handkreisstanze, die ich in dieser Größe noch nicht habe, nämlich 2 3/8 Inch, habe ich bis jetzt noch nicht. Und dazu gehören diese Etiketten, heißen runde Sache. Alles Gute, ich denke heute an dich mit lieben Grüßen, Lächeln, Hallo, Dankeschön, Happy Birthday, Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Und ich sende dir ein, also ich sende dir ein Lächeln, ich sende dir ein Happy Birthday, ich sende dir ein Hallo oder ein Dankeschön. Finde ich super putzig. Einmal maritim mit kleinen Muscheln, einmal mit Blumen, einmal mit einem Cupcake und einmal hier mit einer schönen Sonne und einem Meer. Finde ich auch total klasse. Das ist eine Welle, würde ich behaupten.
Finde ich auch sehr, sehr schön. Und ja, da freue ich mich auch drauf. Ist ebenfalls ein Klarsichtstempelset und passt halt dann hier genau zum Ausstanzen da rein. Wie ihr seht. So. Finde ich cool. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Das war jetzt mal meine Vororder. Es kommen noch Sachen, aber erst mit dem Jahreskatalog, wenn wir auch alles bestellen dürfen. Ab 4. Mai, meine ich, müsste es losgehen für alle. Steht da was? Normalerweise steht doch der Gültigkeitszeitraum. Nö, steht nicht dabei heute. Na dann. Aber 4. Mai war es soweit. Ich weiß, geht es dann los, dann dürfen alle bestellen. Und dann können wir auch aus dem ganzen Katalog bestellen. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die mir vielleicht gefallen hätten, wie zum Beispiel dieses Kreativset, was ja Millionen CSV-Set, also Millionen Umsatz-Set von Irene Wendland ist. Das bin ich am Überlegen. Dann gibt es natürlich ein Stempelset, was zu meiner Berufssparte total gut passt. Das wird ein Muss sein und es ist sogar in Deutsch. Da habe ich schon ein Auge drauf geworfen und eben zwei ganz große Produktkollektionen, die noch kommen, die traumhaft schön ist, wo ich natürlich noch nicht sagen kann, was es ist. Aber habt ihr jetzt mal einen kleinen Eindruck gewonnen und vor allem für mich wichtig jetzt bei der Vorbestellung waren vor allem die neuen Farben. Okay, mal gucken, ob ich heute noch Zeit habe. Zeit habe, was zu basteln, ein paar Karten und damit ich euch auch vielleicht noch ein paar Beispiele zeigen kann. Bis dahin. Tschüss.